Herr Direktor Dr. Hammer, Sie sind ja der Leiter des Oskar-von-Miller-Polytechnikums in München. Und ich hätte Sie gerne gefragt, wie kommen Sie eigentlich mit den Räumlichkeiten aus, die Ihnen dieses Haus bietet? Das Oskar-von-Miller-Polytechnikum wurde ursprünglich für 400 Studierende gebaut. Ja. Und ist inzwischen so angewachsen, dass wir zurzeit 4000 Studenten hier haben. Die Räumlichkeiten sind auch erweitert worden, aber nur auf das 2,5-fache. Daraus können Sie ja sehen, dass wir eine sehr große Raumnot haben. Wir haben in den Hörsälen mindestens doppelt so viele Studenten, wie es ursprünglich geplant war, nämlich bis zu 70 und 80 in einem Saal gegenüber 40. Auch im Praktikum müssen wir in einzelnen Gruppen arbeiten, sodass wir den ganzen Tag von früh bis spät unsere Räume besetzt haben. Nun eine ganz andere Frage. Wie sieht es eigentlich mit den sogenannten Vorverträgen der Studenten aus? Es heißt ja, dass Studenten vom vierten Semester an schon Verpflichtungen für die Industrie haben, also dass sie dann, wenn sie fertig geworden sind, eine feste Stelle antreten können. Ich glaube, das sind heute nur ganz vereinzelte Fälle. Zwar haben die Studenten sehr früh eine große Zahl von Angeboten, aber sie sind zurückhaltend geworden im Abschließen der Verträge. Sie wissen genau, dass sie heute sehr gesucht sind und sie warten bis zuletzt, bis sie sich fest binden, damit sie das beste Angebot aussuchen können. Natürlich. Wie ist es nun mit denjenigen, von denen gesagt wird, dass sie Industriestipendien haben sollen? Davon wird ja sehr viel gesprochen. Dass also die Industrie sagt, der junge Mann ist begabt, wir geben ihm ein Stipendium und dann wird er nachher bei uns in den Betrieb kommen. Auch hier handelt es sich sicher nur um Einzelfälle. Es gibt Betriebe, die einen begabten jungen Mann zu uns zum Studium schicken und ihm auch Unterstützung während des Studiums geben, in der Erwartung, dass der junge Mann dann später auch wieder bei ihnen arbeitet. Aber das ist wirklich eine Ausnahme. Viele Firmen geben Stipendien ohne irgendeine Bindung. Herr Dr. Beyer, Sie sind ja in einem großen bayerischen Industriewerk mit Nachwuchsfragen beschäftigt. Und jetzt würde mich mal interessieren, bekommen Sie von der staatlichen Ausbildung genügend Ingenieure für die Betriebe zusammen? Ja, das ist keine so sehr einfache Frage. Wenn ich mal ganz global sagen will, muss ich sagen, nein, wir bekommen heute nicht im entferntesten die Zahl von Ingenieuren und Diplom-Ingenieuren und sonstigen technischen Mitarbeitern, die wir eigentlich haben müssten. Ja. Es gibt wohl keine Firma, auch keine Behörde, Post oder Bahn, die heute hier nicht die größte Not hätte. Was tun nun die Firmen von sich aus, um an Nachwuchs heranzukommen, wenn der Staat also diese Aufgabe offenbar etwas vernachlässigt? Es wird uns in der Industrie manchmal vielleicht zum Teil mit Recht vorgeworfen. Ihr setzt ja die Ingenieure, die ihr habt, gar nicht vernünftig ein. Ihr beschäftigt zum Beispiel Diplom-Ingenieure teilweise mit Aufgaben, die eine Hilfskraft in anderer ebenso machen könnte. Und man bemüht sich heute mehr als je, die Ingenieure zu unterbauen mit Hilfskräften, die man ja leider nur zu wenig von draußen kriegt. Die Industrie ist daher weitgehend gezwungen, selbst dafür zu sorgen, dass sie solche Hilfskräfte ausbildet. Und was sind das dann für Hilfskräfte? Ja, alle möglichen. Also beispielsweise etwas, was sich in der Elektroindustrie schon sehr stark eingebürgert hat, sind die Elektroassistentinnen. Das sind junge Abiturientinnen, die in etwa zweijährigen Kursen von der Firma zu einer Elektroassistentin, also zu einer hochwertigen Hilfskraft des Ingenieurs herangezogen wird. Nun sind die Verhältnisse bezüglich des Ingenieurnachwuchses ja in Bayern besonders schlimm. Denn Bayern war ja bis zum Kriege eigentlich Agrarland und ist ja erst nachher Industrieland geworden. Richtig. Und dazu kommt in Bayern ein weiteres Problem. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern
ist der Schulträger in Bayern nicht durchweg das Land. Wir haben in Bayern staatliche Ingenieurschulen, städtische Ingenieurschulen und Ingenieurschulen, die den Bezirken gehören. Diese Zersplitterung dient gerade nicht zur Erleichterung des ganzen Problems der Finanzierung und der Pflege dieser Ingenieurschulen.